Ja, Leute, guys, heute geht es um das Thema mit Affiliate Marketing 10.000 Euro Umsatz im Monat machen. Ist das möglich? Die Antwort natürlich. Umsatz jederzeit. Die Frage ist, wie viel Gewinn bleibt ihr dabei hängen? Und da sollten wir uns drei Fragen stellen, drei Fragen, die jetzt im Screencast anhand eines Beispiels mit Apple-Produkten ganz kurz nur umreißen. Ja? Die drei Sachen sind: Wie viel Provision bekomme ich? Wie hochpreisig ist das Produkt? Wie viel Provision bekomme ich? Und wie ist die Kundschaft, die Zielgruppe? Ja, also wie schnell kaufen die? Wie ist da die Conversion-Rate, also die Umsetzungsrate von Klick zu Kauf und so weiter? Und bei Apple passt einfach alles drei. Die Sache ist halt immer die. Ganz kurz noch: Ethisch korrekt muss natürlich das Ganze sein, wenn du Affiliate-Marketing machst. Ja, für mich persönlich ein absolutes No-Go, wenn du vorhast, im Casino-Bereich irgendwas, alles was süchtig macht, diese ganze Zockergeschichten, ja, Casino, Spiele, irgendwas, genauso wie Trading, kurzfristiges Trading und so weiter, sind letztendlich genau das Gleiche. Alles was ungesund gegen Gesundheit ist, gegen die Gesundheit des Menschen, ja, Fast Food oder irgendwelche obskuren Energy Drinks und so weiter. Glaube mir, ich war in diesen Bereichen, ich habe für Agenturen gearbeitet, die sich auf diese Bereiche spezialisiert hatten, und ich weiß, und damit kann man viel Geld verdienen. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn du, was diese Bereiche an Menschen anrichten können. Ja? Ich habe Leute gesehen, die einfach komplett süchtig waren, die ihre ganze Familie verloren haben und so weiter und so weiter. Ja? Also, ethisch Korrektheit, ja, wenn du Affiliate Marketing machst. Es gibt auch andere Bereiche, wo du hohe Provisionen und alles bekommst, ja, und ich werde hier einige vorstellen, wie zum Beispiel die Apple-Welt. Also, bleib dran, bis gleich, ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Mission Millionär. Heute soll es mal darum gehen, wie du mit Affiliate Marketing theoretisch und auch praktisch 10.000 Euro im Monat verdienen kannst. Ist das überhaupt möglich? Natürlich ist 10.000 möglich, 10.000 Euro Umsatz möglich. Umsatz, wohlgemerkt, Umsatz generell immer und natürlich auch noch viel mehr. Der Punkt ist der, wie viel bleibt dir da als Gewinn? Und ich habe schon Affiliate Marketing gemacht. Ich glaube, ja, weit, also noch bevor es überhaupt Facebook gab, zum Beispiel. Ja, also so um die 2000er Jahre Wende herum. Und damals war Google altogether a whole different game. Ja, also Google war einfach, hat völlig anders funktioniert wie heute. Und da konntest du super Affiliate Marketing machen, super easy mit SEO. Du hast nicht mal irgendwelchen Traffic kaufen müssen damals. Da gab es Firmen, für die ich gearbeitet habe, wie cheapflights.com, ja, die allein nur auf SEO, also nur auf organischen Traffic, Millionen gemacht haben. Ja. Da war bezahlter Traffic, war dort nur ein kleines Beibrot, das letztendlich immer Break-Even gemacht hat, eigentlich nie richtig Geld verdient hat, und die 10 Millionen Umsatz, die sie gemacht haben, die waren rein nur von organischem Traffic. Die Zeiten sind einfach vorbei. Das heißt, wenn du Affiliate Marketing heute machen willst und dann möchtest und auch kannst, aber dann musst du einfach Traffic einkaufen. Und umso wichtiger ist die Profit Margin, ist letztendlich ja der Arbitrage, der bei dir hängen bleibt. Und da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Und heutzutage ist es eben so: Ich habe jetzt mal hier als Beispiel das iPhone, also alles, was Apple-Produkte betrifft, ja, die ganze Apple-Welt. Ja, warum? Weil das so unglaublich Faszination, weil die so eine unglaublich treue Kundschaft haben. Jedes Zeug einfach kaufen, egal wie teuer es ist. Die übernachten da mit ihren Zelten. Das heißt, das Ding hat einfach einen unheimlichen Burggraben und einen unglaublichen Hype. Es ist ein sehr trendisches Produkt und eine sehr, sehr treue Kundschaft.
Kundschaft, ja, die das kaufen, egal was es kostet. Und weil es eben relativ hochpreisige Produkte sind und du als Affiliate eben nicht mehr, viel mehr bekommst, wenn du Glück hast, bekommst du 10% Provision, ja, dann kann sich sowas rentieren. Und der Punkt ist der, jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt des Videos. Ich könnte dir jetzt im Detail, ja, en Detail, hier ein super geiles Video raushauen. Wie im Detail, ja, ganz präzise du hier deine Kampagne aufbaust und hier ein Ad schaltest und Geld verdienst über Provisionen mit iPhone-Produkten, ja, zum Beispiel das neue iPhone und so weiter. Und nur das Problem dabei ist folgendes. Ich habe allein 10 Jahre meines Lebens, also das war damals so zwischen 2000 und 2010 ungefähr. 2010 ging es dann wirklich den Bach runter mit organischem Traffic, also SEO-Optimierung und so weiter. Habe ich größtenteils mit SEO mein Geld verdient und das war immer in the dark, ja. Kein einziger SEO hätte ein YouTube-Video damals gedreht, ja, und seine ganzen Tipps und Tricks verraten, ja. Und das ist genau das Gleiche hier, wenn. Und du solltest es auch mal mit Skepsis sehen. Wenn du zum Beispiel YouTube-Videos siehst oder andere Sachen, wo der einer ganz genau wirklich jedes Detail verrät, nicht nur prinzipiell eine Strategie, sondern jedes Detail, wie er jetzt mit irgendeinem Produkt irgendwie Geld, 10.000 Euro pro Monat verdient hat, dann sei immer skeptisch, denn der Zug ist eigentlich in dem Zeitpunkt, in dem Moment, wo du das Video siehst, schon abgefahren. Denn es kommt nicht mal darauf an, wie viele Leute das Video gesehen haben oder ja, ob es jetzt 1.000 Leute waren oder 10.000 oder 100.000 oder nur 100. Es kommt darauf an, wie viel Geld, wie viel Budget diese Leute, die das Video gesehen haben, haben. Denn ganz klar ist, ne, das Ganze, wenn dann alle das sozusagen nachbauen und nachmachen, ne, dann ist der Markt ganz schnell ausgebrannt. Denn du hast nun mal nur... In Google hast du einfach deine paar Positionen auf der ersten Seite. Das war schon immer so. Und in Facebook ist es ganz ähnlich. Ne? Sobald da Leute rein, desto mehr Leute da Budget auf das gleiche Zeug setzen, desto höher wird der Klickpreis. Ist doch ganz logisch. Also natürlich gibt es auch Faktoren wie Relevanz und so weiter, die eine hohe Wichtigkeit spielen. Aber heutzutage gibt es so viele gute Advertiser da draußen mit einem guten Relevanzfaktor, die Kampagnen erstellen mit gutem Relevanzfaktor. Ja, und es ist einfach immer immer das gleiche Spiel von Angebot und Nachfrage. Wenn ich jetzt ein Video drehe über welche Aktie ist diejenige, die ich hier empfehlen würde, oder obwohl man das ja gar nicht empfehlen darf in Deutschland, ne? Aber wenn ich jetzt sage, ja, welches sind die Aktien, die ich für mich kaufe, ja, empfehle ich zwar nicht, aber für mich kaufe ich sie, ja, und du bitte ganz unabhängig davon bildet dir deine Meinung. Und du bildest dir dann eine Meinung und kaufst, nachdem du dir deine eigene Meinung gebildet hast, ja, weil ich ja keine Empfehlung machen darf und du auch keine annehmen solltest, aber du hast dann deine eigene Meinung gebildet. Nachdem du das gemacht hast, ja, hast du dann letztendlich, kaufst die gleiche Aktie und das machen 1.000 Leute und dann ist es kein Nachteil für mich, ja, denn die Nachfrage nach dieser Aktie steigt und dann steigt in der Regel auch der Preis, ja, also und abgesehen davon sind ja, die Big Cap Aktien schätzt das sowieso ein Teufel. Es sei denn, es sind jetzt ein paar Milliardäre unter meinen Hörern und meinen Zuschauern. Aber bei diesen Geld verdienen Tipps und Tricks, ja, wie zum Beispiel Affiliate Marketing und so weiter, wenn ich da jetzt ganz im Detail irgendwas vorstellen würde, ja, was Leute weiterbringt, dann bringt es die ersten 10, 20 Leute weiter, die das Video gesehen haben. Und wenn dann nochmal 100 das Video sehen und es auch nachmachen, dann ist das forget it, ja, siehe alle Kurse oder alle Videos, die solche on detail, also ganz detaillierten zum Beispiel Affiliate-Kampagnen oder irgendwas vorstellen, in dem speziellen, wenn du das speziell so nachbaust, hast du keine Chance mehr, ja, der Zug ist abgefahren, in dem Moment, wo das Ding ins Internet gesetzt worden ist und Leute das einfach nachmachen, fertig, Punkt, aus, ne. Und von daher werde ich jetzt auch keine Details rausbringen. Und das ist hier die lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einfach nur Fakt, dass du halt, allein das, was ich jetzt sage, ist eigentlich schon zu viel. Und das ist immer das Problem
finde ich auch in der heutigen Zeit mit dem Internet. Da heißt es immer, share your content, share your content, share your content. Aber es gibt eben Bereiche und Punkte und Themen, wo es eben nachteilig ist, wenn du an alle möglichen Gott und die Welt deinen Content sharest. Ja? Naja, auf jeden Fall hier, wie du auch heute noch mit Affiliate Marketing irgendwie Geld verdienen kannst, ist zum Beispiel jetzt, was bei mir persönlich, was ich persönlich jetzt als Tipp geben würde, wäre einfach hochpreisige Produkte, wie zum Beispiel diese Apple-Produkte, wo du bis zu 10% mindestens, also immerhin pro Person bekommst, wo du eine Käuferschaft hast, die einfach nicht lange fackelt, ne? Also eine höhere Konversionsrate. Das sind Leute, die haben schon immer Apple gekauft, wenn die auf deine Werbung kommen oder irgendwas, ja. Dann gutes Smartphone oder irgendwas, oder du stellst das Smartphone vor, die kaufen das sowieso, ja. Ob die jetzt deine Werbung sehen würden oder nicht, die meisten Apple-Fans. Die kaufen es auch egal, wie teuer es ist. Und desto teurer, desto mehr bleibt bei dir hängen, weil du bekommst dann eine Provision prozentual. Das Ding hat einen riesen Burggraben und von daher sind das so die, wenn du so ein Produkt irgendwie gefunden hast, ja, so eine Firma, wo du dann Affiliate machen möchtest, ja, das ist auf jeden Fall noch eine Chance, ein paar Euro abzugreifen. Ja. Und das wollte ich einfach in diesem Video nur noch mal ganz kurz hier, wenn wir zum Beispiel solche, was noch dazu kommt, dass Apple so sehr von sich selbst überzeugt ist, dass sie sowieso ihre Kundschaft, ihre loyale Stammkundschaft sowieso ihre Produkte kaufen, ja, und Zelte aufschlagen vor den Apple Stores und Schlangen bilden und ganz verrückt nach den Produkten sind. Was noch hinzukommt, ist, dass Apple selbst extrem wenig Geld für, ja, alle möglichen Werbungen ausgibt. Wenn man das mal mit BMW vergleicht zum Beispiel, ja, alle Daumen lang siehst du irgendwo in YouTube, in Facebook, sonst irgendwo ein Imagevideo von, ellenlanges Imagevideo von BMW. Die haben es auch nötig, ne? Oder VW oder andere große Firmen. Bei Apple, die halten ihr Werbebudget relativ knapp, ja? Und das gibt dann auch einen weiteren Vorteil für dich als Affiliate, ne? Aber jetzt habe ich eigentlich schon viel zu viel gesagt. Ich wollte einfach mal auch ein Video raushauen. Zum Thema Affiliate Marketing und wie du mit Affiliate Marketing auch 10.000 Euro im Monat verdienen kannst. 10.000 Euro im Monat verdienen, wie gesagt, pass auf, wenn einer sagt, du kannst 10.000 Euro Umsatz mit Affiliate Marketing im Monat machen. Umsatz bedeutet gar nichts. Ne? Was hast du da für Werbung ausgegeben? Ja? Wie viel Provision bekommst du? Ja, also wichtig ist der Deckungsbeitrag. Also, was heißt Deckungsbeitrag? Der Gewinn, der bei dir hängen bleibt. Ja? Ganz banal. Also in diesem Sinne, 10 Minuten Video zum Thema Affiliate Marketing, 10.000 Euro. Ich hoffe, ich konnte dir eine Idee geben, wie gesagt, und ich hoffe, ich konnte dir auch klar machen, warum das ein heikles Thema ist. Solche Tipps im Detail, wenn ich jetzt im Detail irgendwie eine Kampagne oder irgendwas zeigen würde. Wenn es jeder nachbaut, dann würde ich meine eigene Kampagne zerstören. Es ist einfach Punkt und Fakt. Und jeder, der was anderes behauptet, der erzählt einfach nur Bullshit. Ja. Also, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, du findest deine eigenen Ideen und alles, um ein bisschen Geld versuchen zu verdienen im Internet. Es ist nicht einfach und es wird bestimmt auch nicht einfacher werden zukünftig durch diese Milliarden von Kursen und was weiß ich, was da durch die Gegend geistert. Es war 2004, 2003, als ich so richtig angefangen habe mit SEO damals, war das viel einfacher, ja, bis 2010. Dann kam langsam so Facebook auch noch und dann war es auch erstmal Facebook. Die ersten ein, zwei Jahre war Facebook wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Welt wie jetzt. Facebook wird auch immer strenger. Ja? Also ruckzuck, wenn du ein neues Account eröffnest, wird dir das Account sofort gesperrt. Ich habe Gott sei Dank schon ein sehr langjähriges Account. Da hast du dann mehr Puffer, ja? Kannst du dir mehr Schnitzer mal leisten, mehr Fehler leisten. Also auf jeden Fall nicht einfach das Ganze. Ja? Also unterschätzt es bitte nicht. Nochmal als Appell, ja, fang klein an. Fang klein an, teste, probier und rechne damit, dass du, wie auch immer, dass du einfach Geld investieren musst und verbrennen musst. Willst du als Affiliate
irgendwie Geld verdienen. Die Jahre, wo du mit organischem Traffic einfach nur ein bisschen Zeit investierst und die Jahre sind halt mehr oder weniger vorbei. Du brauchst unheimlich viel Zeit oder unheimlich viel Budget oder beides. Also, ist leider so. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Tschüss.